Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Super Mario 3D World im Koop. Wir haben einen Shoutout für euch. Und zwar den Kommentar von Subobo. Und zwar Alina Fritz fischt frische Likes und frische Abos fischt. Fresh A. Herz Emoji. Ich fand den Kommentar so witzig, ich weiß nicht warum. Ja, so leicht kommt man an einen Shoutout. Schön, dass ihr wieder da seid. Achso, wie heißt der? Subobo, aber wir sagen hier nur Shoutout. Aber an? Subobo. Subobo, ja. Okay. Shoutouts! An Subobo. So, jetzt mal rein hier ins Geisterhaus. Subobo. Subobo. Okay. Auf geht's, Freunde. Die verwunschene Flotte. Oh, das Level ist cool, weil man hier theoretisch immer diese Ausrufezeichenboxen gar nicht nehmen kann. Also du kannst. Ja, dann zeig mir, wie viel Skill du hast. Okay, ich nehme dich mit. Nein, ich hab Skill, ich nehme dich mit. Nein, nein. Hallo. Nein, nein, ich vertrau mir. Ich vertrau dir nicht. Ich schwöre bei meiner Mutter, ich versuche uns beide lebend darüber zu bringen. Hallo. Hey, ich. Aua. Ich habe den Prinzessinnenzug genommen. Sehr gut. Den Prinzessinnenzug. So, ich weiß gar nicht, irgendwo muss man, glaube ich, jetzt solche Bullies. Aua! Jetzt hör doch mal auf, dich immer zu beschweren. Wir kämpfen gegen Ultra-Giga-Bowser, um das Feenland zu retten. Und du machst hier einen auf. Du hältst mir auf den Kopf. So, das ist. Oh, denk doch mal an die Kinder. Die Kinder? Ja, die jetzt in Angst leben müssen im Feenland. Ja, wir retten Denk sie da doch mal auch. Dran. Ja, wir retten sie doch. Ja, sehr gut. Du hast die Krone verloren. Hast du eigentlich eine Krone auf, wenn du die große Krone verlierst? Das zwei Kronen. Nee, ich glaube, die ist keine Krone. Ja, aber auf deinem Artwork oben hast du eine Krone. Aber ich glaube sonst nicht. Aber wir überprüfen das jetzt nicht. Wir überprüfen, doch, komm, wir überprüfen das jetzt nicht. Doch, jetzt komm. Nein, nein, wir müssen da rein. Wir müssen da rein. Da ist ein Grünstein drin. In der Röhre. Was machst du? Hey, welche Röhre? Bist du betrunken? Nee. Düst mal zurück. Okay. Er hält in der Box, nicht in der Röhre. Die bringt das einfach nur darüber. Ja, wahrscheinlich. Upsi, wupsi. Oh, geh doch nach oben. Aua. Okay, so. Hilfe. Jetzt muss ich irgendwie leben. Irgendwie. Ja! Toddy! Windelpopo! Du musst leben! Und da unten ist der Grünstern. Aber vielleicht kriegen wir hier nochmal was Gutes. Oh! Was, der ist nicht da? Doch. Was, das sind zwei Sterne? Nein, der war ein Stempel war da. Ach so, ich dachte gerade, du hast auch einen Grünstern eingesammelt. Weil der unter Wasser so grün aussah. Ich will auch einen Stern haben. Hallo! Hallo! Hey! Ich will groß werden! Nein. Du gönnst einfach nicht. Oh! Okay, alles gut. War ein Jumpscare. Heilige Makrele. Oh. Walfischdreck. Wo bist du jetzt eigentlich lang getötet? Ich weiß auch nicht so genau. Oh, ich habe auch eine Krone auf. Ah, deine Infos in der Folge sind wirklich insane. Also, wow. Da kommt mir aus dem Staunen nicht mehr raus. So, ich gehe jetzt einfach hier mit dem Anstupsen runter. Komm, lass das jetzt mal hier. Komm, ich will das schaffen. Mist! Ja! Wow! Stark! Mann, jetzt lass mich dich doch! Ich Nein! Ins Ziel. Ich will es nicht! Ich bin wie Santiano, ich bring dich heim! Nein! Nein! Du wirfst mich nur ins mein Verderben, aber warte ja, auf wo mich. Soll ich dich denn hier in deiner. Ma- jetzt. Nee! Da, jetzt hier, komm! Ja, was soll denn hier? Soll ich dich denn hier in dein Verderben werfen? Ja, weiß ich nicht. Gegen die Stachelrolle. Gegen die Stachelrolle, ja. Aber wir haben es geschafft. Stark. Stark. Du musst jetzt so. Ach so. So. Das sieht doch schon mal gar nicht schlecht. Wir haben 69.000 Punkte gemacht. Davon gehen 46.000 auf mein Konto. Stabil, würde ich sagen.
Oh, da oben ist eine geheime Röhre. Ach so. Da ist eine Wolke. Ah, danke für den Hinweis. Aber ich glaube, die ist komplett useless. Hab nichts gesagt. Hab nichts gesagt. Aber... Das dritte. Oh. Ich musste kurz niesen. Ich feiere das. Es sei dir verziehen. Danke. Und es ist das dritte Versteck. Das heißt, wir haben auch nichts verpasst. Alter, Jo, das ist gar kein Firebro-Versteck. Das ist ein Firebro. Fake News. Fake News. Das ist einfach so ein Hater. So. Wow. Ja, du hast wirklich keine Krone auf. Krass. Das ist ein Krönchen. Eine Tiara. Heißt es so? Weiß ich nicht. Es gibt doch Diadem und Tiara und... Dann gibt's Rotzi. Wir machen eine kurze Pause. Bist du wieder startklar? Bin wieder startklar. Ich frage mich immer noch, ob es Allergie oder eine Krankheit ist, die ich habe, aber who knows? Who knows? Wir gehen lieber da rein. Warum? Oh, das ist das Gift. Oh, das ist das Floßlevel. Das ist dieses chinesische Haus. Ja, ja. Und von beiden Leveln, auch das Giftlevel, gibt es halt in der Spezialwelt nochmal eine schwerere Version von. Ach du Scheiße. Oh, Leute. Das wird ganz schlimm. Da bin ich die ganze Zeit nur ruhig. Die Spezialwelt wird toll. Da habt ihr quasi ein Solo-Let's Play mit einer stummen Mitspielerin. Die immer stirbt. Nein, wir rocken das. Da bin ich guter Dinge. Warte, lass mich das aufmachen. Ich will das jetzt auch mal probieren. Stark. Danke. Gut, dass du es probiert hast. Und geschafft. Und geschafft hast. Gut, Schritte. Sehr schön. So. Oha. Da klappt ja die Treppe um. Aber du lässt dich davon nicht beirren. So. Hallo? Hallo. Kann ich das auch öffnen? Ja. So, dann hüpfen wir hier mal drauf. Ich kann mit Tiefe irgendwie nicht umgehen, habe ich das Gefühl. Nee, das ist aber auch in dem Level tatsächlich nicht so schwer. Da können wir Goomba sein. Okay. Ich sehe meinen Spielcharakter schon nicht. Hart, oder? Ja, du hast Stiefel an. Das ist ziemlich hart, muss ich zugeben. Du hast eher so Gummistiefel an, aber... Naja, ne? Oh, ich schau mal dagegen. Oh, hier passiert nichts mehr. Weiß nicht. Warte mal, hier ist glaube ich ein Geheim. Ja, 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 ja. Aber man kann keine Boomerangs werfen, wenn man die... Ja, ich hab's auch halt gemerkt. ...die hotte Goomba-Maske drauf hat. Hey, Baby, ich hab so besondere Vorlieben im Bett. Kannst du diese Maske anziehen? Das ist ein Geheimnis. Sehr gut. So, warte mal, ich weiß nicht, ob wir das... Wollen wir das schon rein? Können wir Schaden bekommen von denen? Probier das mal. Nein. Probier du es doch mal. Nein, probier du mal. Oh, aber hier kommen jetzt, glaube ich, die Propellerblöcke. Warte. Ja, doch, hier, glaube ich. Das müssen vier Stück sein. Oh, ich möchte auch einen haben. Okay. Aber ich muss jetzt meine... Oh. Ja. Das lief doch schon mal gar nicht schlecht. Aber du musst jetzt noch deinen Propellerblock machen. Ja, mach ich. Nein. Ach, Mann. Scheiße. Bitte bleib genau da. Sehr gut, einfach den Sprungknopf drücken. Und dann gedrückt halten, um in der Luft langsam zu schweben. Ich will auch eine Münze einsammeln. Oh, Chico, was ist unsere Katze kommuniziert mit uns. Du hast gerade deinen Propellerblock verloren. Du läufst gerade in den Abgrund. Quatsch. Aua, nein! Was ist? Ich habe meinen Propellerblock verloren. Ich weiß nicht, ob wir den noch brauchen. Da unten sind noch zwei. Ja. Okay, dann nehmen wir die mit. Ich weiß nicht, ob wir die noch benötigen. Aber ich glaube, wir sollten sie mitnehmen. Die Katze kommuniziert immer noch. So. Oh, da ist noch ein Boomerang. Da ist noch ein Boomerang, Bruder. Die Frage ist nur... Doch, ich glaube, man kann auch aufs Dach. Ja, aber da ist das Ziel, glaube ich. Ach so. Ich glaube, da kann man halt abkürzen. War nicht da noch der Stern drin bei diesem einen? Ja, ich glaube, wir gehen jetzt erstmal hier rein. Okay. Ich glaube, wir kommen da später noch hin. Das ist so, da oben ist das Ziel. Okay. Ich glaube, da kann man direkt hin abkürzen.
So, die lassen wir jetzt in Ruhe, weil ansonsten verlieren wir unseren Propellerblock. So, immer alles aktivieren, was geht. Ah! Da kam ein Pixel-Ludgy raus. Ein Ludgy. So, da kann man jetzt, glaube ich, genau mit denen rauslaufen. Ach, da. So, dann kann man hier hoch. Siehst du noch was? Ja, sehr gut. Und da ist der Stempel. Und jetzt gibt es, glaube ich, noch irgendwo dann so eine geheime Tür oder eine geheime Box oder so, die dann zu dem Kollegen führt, den wir vorhin gesehen haben. Verdammte Axt. Aber jetzt kann ich immer meinen Boomerang wieder verwenden. Jetzt hoffe ich das. Sehr gut. Dann müsst ihr so noch... Nee. So. Die machen wir uns alle schön entspannt weg. Dann haben wir nämlich ein bisschen Ruhe. Oh. Upsi, bupsi. So. Geh mal nicht hier rein. Okay. Weil wir, glaube ich, wenn wir hier drücken, ja, genau das hinkriegen. Und das bringt uns hierher. Was macht denn Chico? Einfach eine lange Wurst. Er liegt so da. Hat er gekackt? Nö. Achso, ich dachte, weil er eine lange Wurst ist. Nein, er ist einfach eine Wurst. Hä? Sehr gut. Jetzt möchte ich bitte auch die Wurst. Ui. Ja, er ist schon süß. Schon sehr süß. Muss man jetzt schon zugeben. Der ist schon zum Liebhaben. Ja. Aber wir haben das Level geschafft. Das war stark. Stark. Was haben wir jetzt für einen Stempel bekommen? So ein Spike. Der die Dinger schleudert? Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach nur irgendeinen Gegner gesagt, der mir gerade eingefallen ist, der im Level war. Hey! Du Schelm. Ich bin einfach der Lügenbold. Gamba, okay, was machst du, wenn ich jetzt viermal mache? Dann werde ich auch eine Wurst. Okay. Scheiße. Tja, das läuft ja... Nein, nee, dann bin ich jetzt einfach nur so rangeschaut. Das lief ja wow. Aber ich hab's noch gar nicht mehr probiert. Ich war dann traurig. Wir müssen ins Säure-Level. Ich wollte mal gucken, was hier ist. Das war, glaube ich, die sinnlose Aussichtsplattform. Nein, die war auch nicht sinnlos. Oh, sieht das schön aus. Okay. Wow, ist das schön. Okay, egal. So, da haben wir jetzt übrigens die lila Fee als Stempel bekommen. Aber was hatten wir davor? Ich glaube, wir könnten wirklich dieses ja, Ding. Ja, sag ich doch. Ach so, ich dachte, du hast nur Trash gelabert. Ich habe auch nur Trash gelabert. Oh. Der Mann macht mich fertig. Aber es wäre witzig, wenn wir den jetzt wirklich bekommen hätten, den Gegner. Und die Zuschauer hätten das gesehen. Schreibt's in die Kommentare, welchen Stempel wir bekommen haben. Und wenn ihr einen Shoutout wollt. Oh ja. Shoutout. An Sibubabo. An Zubabo. Subobo. Subobo. Der ist ein Kommentar. Der ist ein Kommentar. Kommentar. Oh, dieses Level ist so asozial. Ich mach jetzt was Cooles. Oh, ich wollte dich gar nicht mitnehmen, aber... Danke. Das war stabil. Das war wirklich cool, was ich gemacht habe. Vor allem an dem Level ist das fiese. Es ist echt schwer, so ein bisschen die Tiefen zu checken. Also wo man einfach hin muss. Und dann ist es halt auch noch so diagonal von oben, was das Ganze noch mal schwieriger macht. Also so, gar nichts für mich. Die passen der. Ich glaube, da müssen wir nicht runter. Ich glaube, der erste Grünstein kommt jetzt erst, soweit ich weiß. Okay. Du kannst theoretisch jemand wieder hoch. Ich glaube, der kommt jetzt. Ich glaube, der. Scheint jetzt dann. Aha. Wo bin ich denn? Ach, aber ich glaube, der ist da unten in der Röhre, oder? Ja, da ist er. Aber du stirbst. Ist egal, aber für okay. Die Horde. Für die Horde. So, und dann bringe ich uns safe zum Checkpoint. Ja, zu zweit boxen wir uns hier durch. Oh, ich will dich eigentlich immer gar nicht hochnehmen. Hier, geh weg. Okay, danke. So, warte mal, ich boge uns hoch. Auch hoch. Ich glaube, du musst unten bleiben. Ja, ist okay. Ich glaube, ich muss dich jetzt aber killen, weil ich Gas geben muss. Ich glaube, ich muss Gas geben. Das tut mir ja, leid. Ja, ist in Ordnung. Sehr gut. Aua, ich habe kassiert. Oh, das ist eine Katze. Das ist gut. Ja, die musst du behalten. Warte mal, nimm lieber die Boomerangblume. Wir brauchen, glaube ich, am Ende zwingend eine Katze. Oh. Und ich glaube, dann behalten wir lieber im Inventar, weil ich glaube, da müssen wir quasi
da hochklettern. Die Wand hochklettern. Hallo, du spielst mit einem Profi. Das weiß ich doch alles. Okay. Warum hast du mich jetzt auf die Pflanze werfen wollen? Hab ich nicht. Hab ich? Oh, das war aus Versehen, Zuschauer. Ja. Ja, aber das ist jetzt auch aus Versehen, wie ich dich in die Säure werf. Hey! So, jetzt aufpassen. Jetzt krachen wir runter und dann unten nicht in diese Box. Warte mal, ich nehme das, jetzt... Das ist wie eine Achterbahn. Ja. Ich liebe Achterbahn. Hui! So, jetzt noch nicht die Ausrufezeichen-Box. Ja, habe ich verstanden. Sehr gut, jetzt die Ausrufezeichen-Box. Stark. So. Oh, ich wusste dein Zeug. Und findet Dinge und macht... Huh! Sehr gut, das lief einwandfrei. Chico, hast du Spaß daran, meine Bilder zu durchwühlen? Oh. Süß. Mit Katzen wird es einem nie langweilig. Nee. Hat man irgendwas von diesen Miauzern gehört? Ich glaube nicht. Komm her. Wir müssen es irgendwann mal schaffen, so ein Mu aufzunehmen. Ja. Dann machen wir daraus so einen Soundfile. Das ist so süß. Wenn wir dann irgendwann so 60 sind... Die Katzen leider nicht mehr unter zwei, dann können wir uns auch noch seinen Moon anhören. Nein, die werden auch 60. Ja, ob Katzen 60 werden? Doch, ich hab da mal was gelesen. So, da machen wir jetzt ganz schnell Pfanddosen. Prozess. Einfach direkt hier nach auf die Seite. Das ist wirklich ein sauschwerer Boss. Ich hoffe, wir rocken das. Bin mir nicht sicher. Lass mich auch mal mitspielen. Okay. Ja, ich weiß nicht, bei solchen Bossen, da hält sich mein Spielspaß in Grenzen. Schmuni. Oh, süß. Wir haben einen roten Screen. Ja. Hallo. Aber die Leute haben in die Kommentare geschrieben, dass sie lieber Katzen anschauen. Das war einer. Einer hat das geschrieben. Ja, aber es hat auch keiner was anderes geschrieben. Niemand hat geschrieben, blöde Katzen, ich will viel lieber roten Bildschirm sehen. Nein, keinen roten Bildschirm sehen. Oder keinen roten. Also hat keiner geschrieben. Okay. Aber vielleicht schreibt es ja jetzt jemand. Nein. Schreibt es in die Kommentare. Ja, okay, schreibt es in die Kommentare. Wollt ihr lieber Katzen sehen, die ultra süß und flauschig sind? Oder blödes Gameplay? Blödes Gameplay, oha. Als ob wir hier so Trash produzieren. Einer von uns. Sag nicht wer. So. Aufgepasst. Das war das Level, was ich übrigens ursprünglich mit Lane 6 meinte, als ach ich so. Ja, da merken wir mal wieder, wer sich hier auskennt und wer nicht. Tatsächlich. So, ich glaube, wir müssen jetzt einmal hier ganz nach oben kommen. Ich glaube, da ist der erste Grünstern. Oh, das ist so cool. Einfach ganz nach oben. Hui! Muss auf das Fließband starten. Ja. Ich glaube, man kann sogar von hier den Sprung darüber schaffen. Mach mal. Nee, aber da kommt dann auch, da kommt Todeszone. Und du wirst dann gebabbelt und dann sterbe ich und dann ist deine Bubble in der Luft. Und dann. Ja. Scheiße. Läuft das nicht so gut. Hey, Fee. Oh, schade. Oh. Tschüss, Fee. Tschüss, Fee. Ich glaube, hier müssen wir jetzt auch direkt wieder nach oben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Jawollo. Das war stark. Das hast du sehr gut gemacht. Danke. Wir haben Big... Ah, oh Gott. Was? Aber wir haben Big Chico hinter... Chico, ach du. What are you... Ah! Oh, what are you doing? What? Bitte nicht die Lichterkette runterreißen. Oh, ist das niedlich. Und die andere Katze ist hier volle Hütte. Uiuiui. Party. Ja, aber jetzt müssen wir hier auch weiter performen. Oh, jetzt hat sie sich hingelegt. Süß. Zu viele Katzen. Nein. Auch wieder Katzen. Ich bin hier richtig los. Ausgeschlossen. So, uns fehlt noch Stempel und dritter Grünstern. Aber das sollte, glaube ich, drin sein. Ah! Okay. What? Oh! Das wusste ich tatsächlich nicht, dass das funktioniert. Ja.
Hui! Da ändert sich sogar hinten die Farbe von dem. Echt? Ja. Ich muss jetzt auch überprüfen. Okay. Boah. Ist einfach blau da. Okay, aber uns fehlt noch irgendwie der Stempel. Ja. Den. Finden wir hoffentlich noch. Also, da ist der letzte Grünstern. Und wir machen jetzt. Die Kürbiskette ist gerissen. Katzen sind toll. Wir alle mögen Katzen. Aber Hauptsache, ich hoffe, du hast dir nicht wehgetan. Großer. Ja, wir cutten kurz. Da sind wir wieder, Freunde. Wir mussten kurz gucken, ob es der Katze gut geht. Und wir haben wieder einigermaßen das Regal eingeräumt. Ich hoffe, dass der Stempel jetzt hier irgendwo ist. Warte mal, hier könnte er das sein? Ja, das sieht gut aus. Jawollo. Ich habe auch was gespielt. Aber du hast doch die ganze Zeit ohne Katze gespielt. Ich hatte sehr viel die Katze. Ah ja, stimmt. Ja, ich merke schon, es wird selbst in Welt 6 schon zum Solo-Projekt. Weil, weißt du, es ist nicht zum Solo-Projekt, weil ich so ultra schlecht bin, sondern weil du einfach immer vorne wegdüst hier. Deswegen, das ist oft so ein Ego-Trip. Aber deswegen findest du mich ja so sympathisch, weil ich so gut Super Mario 3D World spielen kann. So, nächstes Level, Leute. Bist du hier? Warte, ich zeig dir mal, wer du bist. Das. Ich bin Prinz Dose. Oder wie auch immer der heißt. Ohne Prinz. Da war sogar was drin. Ja, natürlich war da was drin. Ja, warum, also, warum sollte ich mir eine Dose ins Maul stecken, in der nichts drin ist? Ja, aber übergießt man sich da nicht irgendwie so komplett? Keine Ahnung. Vielleicht finde ich das ja cool. Okay. So, ich nehme jetzt auf. Du hättest es mit der Katze schaffen können. Ja, ich weiß. Also ich wollte es einfach nochmal so erwähnt haben. Das ist so süß. Das ist so süß. Ja. Und du hast ihn voll gegen den Popo geschossen. Ach, der hat jetzt einen Popo? Nee. Und der Boss aus dem letzten Level nicht? Nein, du hast ihn halt nicht an den Rücken geschossen, sondern halt an den Popo. Ah, okay. Entschuldigung. Die Info hat mir gefehlt. Ich arbeite noch dran zu erkennen, was bei den Super Mario 3D World Gegnern der Popo ist und was der Rücken ist. Dafür bin ich ja da. Optimal. Oh, ist das der Erste? Du schaffst das. Also, ja, du darfst. Oh, jetzt fängt die andere Katze an meinen Vorhängen rumzuspielen. Aber ich hoffe einfach mal, dass sie alles gepackt ist. Nee, das ist hier drauf. Das ist ein unsichtbarer Block. Ja. Sehr gut. So. Aber das Level ist echt ein bisschen fies. Voll. Vor allem, weil diese Winde haben eine deutlich größere Hitbox, als man denkt. Hier ist bestimmt auf den Bäumen was, oder? Das weiß ich nicht. Wir haben es nicht überprüft. Das stimmt. Du Schelm. Aber ich bin trotzdem guter Dinge, dass wir das hier rocken. Okay. Wir müssen erst gucken. Ja? Okay. Wir müssen erst. Aha. Steuer ich? Hui. So, okay. Dann haben wir jetzt eine gute Übersicht. Dann nehmen wir uns jetzt so einen Schuh. Nehmen wir auch so. Ah! Ist kein Act. Der Kumba will auch mit rein. Ich wollte gerade sagen, der. Oh, wir müssen uns beeilen. Oh, das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach. Da muss man sich wirklich beeilen. Entschuldigung, dass ich so speede, aber das Timing ist hier echt nicht so ohne. Warum strafst du mich mit Schweigen? Nein, ich habe gelächelt. Okay. Dachte ich mir da, ich hätte nein, falsch gemacht. Ist okay. Okay. So. Da drüben ist noch. Ich hol den. Okay, optimal. Oh. Ja!
Oh, kommt da nicht ein Strudel? Ich hol den. Weiß ich, ich bin einfach wie so ein Kind, was man in der Gruppenarbeit einfach so, so mitziehen muss, was einfach mit dabei sein will, so. Nein, der Gruppe. Gruppenarbeit wollen die aber meistens nicht dabei sein. Die werden da vom Lehrer dazu gezwungen. Ja, nee, das war ein blödes Beispiel, aber ich will einfach das Gefühl haben, mit dazu zu gehören. Warst du früher in der Gruppenarbeit derjenige, der sich hat mitschleifen lassen oder der, der alles alleine gemacht hat? Also ich habe nichts alleine gemacht, also ich habe halt immer gut mitgearbeitet. Aber eure Gruppenarbeiten haben funktioniert? Es gab nicht immer den einen, der alles gerockt hat? Nee, ich habe mit meinen Freunden die Gruppenarbeit gemacht. Wir waren immer ein tolles Team. Sass. Ich war immer der, der alles allein gemacht hat. Aber alle sagen immer, sie waren die, die alles allein gemacht haben. Das ergibt dann irgendwie keinen Sinn. Ich habe, also Gruppenarbeiten endeten ja meistens immer in einem Referat. Und ja, immer war ich der, der die PowerPoint gemacht hat. Immer. So. Oh nein, jetzt kommt das Level. Oh nein. Uff. Aber das schaffen wir. Ein Level schaffen wir noch. Beim nächsten Mal kommt dann, glaube ich, das coole Rätselhaus, was man so cheesen kann mit dem Zeiger. Ah, das kann man cheesen, Leute. Warum? Warum werde ich jetzt schon wieder hier? Nein, letztes Mal hast du auch schon gesagt, dass man das cheesen kann. Dann konnte man ja, aber das ist das jetzt wirklich. Ist wirklich. Ist wirklich. Hast du Shihiros Reise ins Zauberland beschaut? Einmal, als ich ganz, ganz klein war. Da gibt's auch diese kleinen Kohlmonster und die sehen so aus wie die Fuzzies. Süß. Ja. Das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass da irgendwie so ein schwarzes Vieh war, was immer größer wurde und dann alle verschlungen hat. Ja, das ist ohne Gesicht. Das ist das Einzige, was ich von Chihiros Reise ins Zauberland noch weiß. Das müssen wir mal gucken. Und dass die ein bisschen creepy aussah, diese Shiro. Nee, die Chihiro nicht, aber die Hexe. Achso, stimmt. War das die mit dem Riesenkopf? Ja, ich... Wie ist die Baba Yaga? Ich weiß es nicht. Baba Yaga ist aus einem Horrorfilm. Nein, da gibt es ein russisches Lied dazu. Oder auch, irgendein Kinderlied. Ja, aber es gibt, glaube ich, auch einen Horrorfilm, wo Baba Yaga die böse Hexe ist. Ja, das ist dieses Haus auf Hexenbeinen. Ah, kam das nicht sogar auch in Witcher vor? Boah, das weiß ich nicht. Ich glaube, in Witcher sind sie auch mal zu einem Haus gegangen. Zu einem laufenden Haus. So, volle Konzentration. Wir machen das sehr gut bisher. Das war ein taktischer Zwischennießer. Ein taktischer Zwischennießer. So, Cash. Okay, gut gemacht. Wir brauchen noch einen Grünstern. Hui! Oh. Hui! Okay, jetzt volle Beeilung. Beeilung. Ja, hallo. Nicht zerquetscht werden. Ah! Why, Titty? Lachst du gerade über deinen eigenen Witz? Ja. Ich muss immer noch, weil du so lachst. Du findest es immer viel witziger als eigentlich beabsichtigt. Das finde ich immer sehr niedlich. Freunde, das war der, ich glaube, 8. Part von Super Mario 3D World mit Fresh A und Dump H. Dieses Projekt ist ein Fiebertraum. Ein absoluter Fiebertraum. Aber schreibt in die Kommentare, wenn ihr geschoutoutet werden wollt. Vielleicht habt ihr auch einen coolen Zungenbrecher. Ja, wer weiß. Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Bis bald, Jan. Tschüsseldorf. Dankeschön noch an den lieben Flo, der hier den Kanal mit der höchsten Kanalmitgliedschaftsstufe unterstützt. Riesiges Dankeschön für deinen Support, Mann.